Ja? Anita ist heute Morgen nach Berlin gefahren. Sie kommt erst in 3 Monaten wieder. Wollten Sie das für sie abgeben? Haben Sie das bis hierher geschleppt? Gott, was will sie bloß mit so einem riesen Ding? Will sie eine Kirche bauen? Ja, wollen Sie reinkommen? Ich habe mir gerade Spaghettis gemacht. Sie können gerne mitessen, es ist genug da. Bitte, Sie sind herzlich eingeladen. Bloß im Weg dürfen Sie mir nicht stehen. Wo zum Teufel ist das Salz? Danke. Ich habe ganz so weiche Knie. Das ist mir mit einem Mann noch nie passiert. Wer sind Sie? Ich bin Jesus Christus. Jesus? Ich glaube nicht an Sie, ich bin Jüdin. Was wollen Sie von mir? Ach, das ist eine Verwechslung. Sie wollen sicher zu Anita. Die betet jeden Morgen, dass Sie zu ihr kommen. Ich gebe Ihnen die Adresse und dann fahren Sie einfach hin. Schick mich nicht fort, sonst erfährst du es nie. Was erfahre ich nie? Das Geheimnis des Universums. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich komme ganz gut auch ohne Geheimnis zurecht. Und dieses Kreuz da draußen? Damit du mich erkennst. Oh. Also wirklich. Also wenn das eine originelle Verführungsszene werden soll, ich meine gut, wir können gerne nach oben gehen. Lass uns essen. Ich bin hungrig. Möchten Sie etwas Wein? Gern. Das ist sehr gut. Anita hat ihn aus Berlin. Lass mich dir anschenken, Lydia. Woher wissen Sie meinen Namen? Die Spaghetti sind gar. Setz dich. Ich werde dir zu essen gehen. Lass es dir schmecken, Lydia. Spaghetti mit Butter und Käse. Auf Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, können wir heute wohl verzichten, oder? Ja. Auf Ihr Wohl, Mister, wer auch immer. Auf dein Wohl, Lydia.